Ist es eine gute Idee, die Arbeitslosigkeit dadurch verschleiern zu wollen, indem man die Ausbildungen ganz oben in den Lebenslauf stellt? Nämlich dann, wenn sie bereits Berufserfahrung haben. Das ist keine gute Idee. Personalisten und Personalistinnen sind ja nicht dumm. Die werden trotzdem erkennen, dass sie arbeitslos sind. Schreiben Sie lieber, dass Sie arbeitssuchend sind und dass Sie eine Weiterbildung machen, beziehungsweise vielleicht sogar einen geringfügigen Job haben oder eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben, während Sie Ihren Job suchen.